EA Productions. EA Productions liest japanische Lokalsagen. Heute der Baum am Mondflusse. Unter der Regierung des Kaisers Nintoku und des Sohnes des berühmten, nach seinem Tode als Hachiman unter den Göttern erhobenen Ojin, stand am Gestade des Meeres da, wo die Provinzen Ki und Izumi zusammenstoßen und ein schöner Strom, damals der Mondfluss genannt, sich ins Meer ergießt, gerade die Insel Hawaii gegenüber der höchste Baum, von welchem man je gehört. Wenn die Sonne aufging, so fiel sein Schatten bis auf die Insel Awachi, wenn sie unterging, so reichte er bis auf den Takayusa-Berg, der sich weit im Osten von jenem Gestade erhebt. Als man den Riesenbaum fällte und ein Schiff aus seinem Holze zimmerte, war dies Schiff nicht minder wunderbar. Es übertraf an Schnelle jedes andere Fahrzeug bei weitem. Der Kaiser ordnete an, dass auf demselben jeden Morgen ihm das erfrischende Quellwasser gebracht werde, das auf der Insel Awachi hervorsprudelt, und er klagte sehr, als endlich auch dieses Schiff zerfiel und auseinandergenommen werden musste. Zum Andenken an dasselbe ließ er aber einen Koto aus den Teilen des Holzes anfertigen, und dieser Koto hatte einen zauberhaften Klang von solcher Stärke, dass man ihn 7 Wegstunden weit hören konnte, so weit, als das Röhricht am Gestade von Osaka rauscht, wie der Kaiser zum Lobe seines Koto sang. EA Productions.